Würde ich so sagen, ja. I appreciate that. Wish I could say you won't regret it, but you certainly might. Das weiß ich zu schätzen. Ich wünschte, sagen zu können, dass du das nicht bereuen wirst. Aber das wirst du mit Sicherheit. So. Das war Eddas Quest. Eddas Bruder kämpfte für Wheatzeros und starb in einer Schlacht bei Cliban Willac. Er möchte das Schlachtfeld sehen. Haben wir das zufällig auf der World Map? Redricks Festung. Bis jetzt noch nicht. Das könnte hier oben irgendwo sein, weil Wheatzeros müsste irgendwo in der Richtung sogar liegen. Also wahrscheinlich vor Dorf Dürfurt aus könnten wir es finden. So, gucken wir mal kurz die Quests durch. Das ist unsere Main Quest, wobei ich mir da noch nicht so sicher bin, ob ich die jetzt machen sollte oder ob ich erst einmal die Gebiete außerhalb abklappern sollte, die ich schon kenne. Bronze unter dem See, Asch, das ist, ja genau, Waldentebenen, Asche des Glaubens ist in den Feuerfällen. Das war Paleginas Quest, das Klagen der Todesfee ist der Leuchtturm, nein. Das war das mit den Archivaren. Die lange Jagd des Sagani. Der Meister der Tiefe. Was sagen meine Notizen? Ket Nua. Keller Spinnenkönigin. Danger. Okay. Lamdalas Haus. Schlüssel benötigt. Ja. Das ist auch noch so eine Sache. Okay, jetzt gehen wir allerdings erstmal wieder. Vielleicht finden wir auch irgendwann mal einen Hinweis auf Lamdalas Haus. Vielleicht sollte ich mir den Turmeingang im Erbhügel noch notieren. Aber ich habe so das Gefühl, dass das eine Hauptquest ist. Your coloration, Kana. You're an Islandomauer, aren't you? What's it like in Deadfire? I've only heard tall tales. I wouldn't really know. I've never been to any of the Deadfire settlements, and my parents told me very little, mostly pirate. From time to time, my mother says she misses the quiet of her village, but little else. She has always pushed my sisters to do what she could not as a child. I don't miss my village. It's all just bad memories and the reek of fish guts to me now. Ja, die Leute hier, meine Gruppenmitglieder meine ich, haben teilweise interessante Vergangenheiten. Also Paleginas Heimat war ein Fischerdorf, so wie das klang. Kanna stammt zwar vom Feuergipfelarchipel ab, lebt aber in Rautai und hier sind Flüchtlinge. Du hast dir aber einen ordentlichen Namen gemacht. Das Haus Dominell hält sich immer noch für das Gesetz in der Stadt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir... Ist was? Zu Duketras Zeiten verteidigten wir Trutzburg. Ja, ist okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal nach Ket Nua zurück. Und versuchen jetzt mal die Sachen hier jenseits Ket Nuas abzuschließen. Also erstmal in Goldtat den Tempel nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Hier in Ket Nua können wir ja eine Runde rasten. Außerdem will ich mir mal mein Ket Nua ansehen, was sich so getan hat bis jetzt.
Bau der Försterhütte abgeschlossen. Sehr schön. Sagani ist Stufe 5. Hm. Nehmen wir mal sie mit, so. Jetzt, wo wir wieder in der Wildnis unterwegs sind. Und jetzt kaufen wir als nächstes den westlichen Wachturm. Ja. Ach, sie hat einen Stufenaufstieg. Sehr schön. Deswegen. Überleben, Überleben ist sie schon ziemlich hoch. Deswegen geht sie jetzt mal auf Athletik. Dass sie nicht mehr so schnell müde wird. Widerstandsfähiger Gefährte, gnadenloser Gefährte, teuflischer Gefährte. Widerstandsfähiger Gefährte klingt gut. Oder Scharfschütze. Schütze. Schütze ist gut. Das heißt, Sagani ist jetzt Stufe 6 eigentlich, oder? Jawohl. Und hat gar nicht so viel einbüßen müssen. Hm. Gut. Wie sieht's mit Aktionen aus? Zurzeit keine. Wir können jetzt aber an der Forsthütte Aufträge annehmen. Genau, die sieht jetzt nämlich aufgebaut aus, die Forsthütte. Ah, ich mach mal die Anordnung etwas anders. So, Wolf nach da vorne. Du nach da. Und so. So klingt die Anordnung gut. Da sind Fenris und Imhotak die Flanken. Während Palegina und Edda die Mitte bilden. Point the way. Oh, und Enchantments, High to Low. So rum. Guter Jagdbogen. Sie hat schon einen guten Jagdbogen, gell? Gutes Kriegsbeil. Könnte ich den noch verzaubern mit einer Frostpeitsche? Ja, kann ich. Sehr schön. Mhm. So, das Forsthaus kann ich betreten. Ach, ich liebe das Spiel. Mittlerweile finde ich es sogar schon toller als Baldur's Gate, muss ich ehrlich zugeben. Oberwärter Fergrin. Kommst du wegen der Kopfgelder? Ja, komm ich. Hail and well met. Dieser graue alte Mann zieht an seiner Pfeife und nickt dir zu. Habe mich schon gefragt, wann du vorbeikommen würdest. Die Gestandenen hier in letzter Zeit haben machen mehr Ärger, als sie verdienen. Ach, die Gestandenen hier haben in letzter Zeit mehr Ärger, als sie verdienen. Ich stecke bis zum Hals in Kopfgittern geworden. Ich dachte zumindest, eines davon könnte jemand mit deinen Fähigkeiten interessant sein. Zeig sie mir mal. Nein, ich sollte dich warnen. Es gibt einen Grund, warum diese Aufträge noch unerfüllt sind. Das sind zähe Dreckskerle, jeder einzelne von ihnen. Wenn du dich der Sache noch nicht gewachsen fühlst, komm einfach wieder, wenn du besser vorbereitet bist. Bis dahin haben wir ein paar leichtere Fälle. Der genesene Zirtel wird natürlich immer noch gesucht. Dann gibt es den Waldlaurer, der die Handelswege unsicher macht. Und dieser Ogerschamane, der dürfte einen guten Preis einbringen. Und zu guter Letzt, Kriegshäuptling Iklak. Ich will mehr über den gerissenen Zirtel wissen. Dieses Kopfgeld kommt vom dem weit entfernten Neuheoma. Der gerissene Zirtel und einige seiner Komplizen sind dort aus dem Gefängnis gekommen und haben auf der Flucht zwei Justiziare getötet. Die Wachen brennen auf Rache. Ein Mann, der auf seine Beschreibung passt, wurde bei Makrans Gabelung gesehen. Er ist gut bewaffnet und er wird auch seine Freunde bei sich haben. Was weißt du über diesen Waldraucher?
Mal sehen. Angeblich hat sich ein großer Waldlaurer in den Schwarzau niedergelassen, gleich neben der Hausstraße. Die Kaufleute nennen ihn den Bewohner und sie wollen ihn forthaben, ehe er anfängt, ihre Karawanen zu zerstören. Ich schnappe mir den Oger. Eines macht immer wieder die Runde. Nall rennt derweil, ein Ogerschamane oder etwas in der Art. Angeblich soll er ein halbes Dutzend Höfe im ganzen Dürrwald geplündert haben. Er soll sich irgendwo in Ulmenküste versteckt haben, aber niemand, der aufbrach, um ihn zu suchen, ward je wieder gesehen. Okay, die Ulmenküste kennen wir denn nicht. Und der Kriegshäuptling? Kriegshäuptling Iklak, er ist ein Zaurib, falls du das noch nicht am Namen erkannt hast. Er hält sich nie lange an einem Ort auf, aber er kehrt immer wieder ins Talholz zurück. Die Leute wollen, dass man sich um ihn kümmert, bevor er sich mit einem Drachen anfreundet. Okay, das sind neue Aufträge, nehme ich an. Genau, Kopfgeld. Magrans Gabelung. Talholz. Schwarzauen. Ulmenküste. Die Ulmenküste kennen wir noch nicht. Die könnte hier unten irgendwo liegen. Die könnten wir vielleicht von den Feuerfällen aus irgendwo finden. Und da vielleicht auch Sagadis Freund. Weil Anloks Kompass sind, glaube ich, nicht die Ulmenküsten. Aber wir werden ja alles sehen. So, jetzt will ich mal versuchen zu rasten. Das soll angeblich jetzt über den Rastbutton unten gehen. Kann ich einfach in der Leuchthöhle rasten. Wobei, ich wollte mir eigentlich... Ah ja, tatsächlich, ich kann jetzt hier rasten. Forsthütte-Bonus überleben. Cool. Also ich muss die Boni wahrscheinlich auswählen, welches von denen ich möchte. Aber jetzt wollte ich mir eigentlich erstmal noch hier oben, genau hier die Burg, das Burginnere ansehen. Und da können wir ja wirklich mal in der Leuchthöhle rasten, weil die wurde ja ausgebaut, komplett. Also ich habe, zeig mir mal meine Bauaufträge, östlicher Wachturm wird gerade gebaut. 2 Tage, 25 Stunden. Warum auch immer. Burghof könnte ich als nächstes dann ausbauen. Obwohl, nee, Türme sind wichtiger. Türme sind wichtiger für besseren Schutz. Dann der Burghof, dann wahrscheinlich die Mauern. Und dann die ganzen Innengebäude, weil ich finde, wir sollten erst einmal für Schutz sorgen, bevor wir uns um das Zuwandern von Leute kümmern. Obwohl der Burghof auch Priorität hat, dass wir dort Güter lagern können. Wir wollen ja ein bisschen ein Durchgangsgebiet sein. In Anführungszeichen. Eigentlich wollen wir ja die neue Verwaltung des Dürrwalds werden. Und hey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht richtig gut aus jetzt mittlerweile. Hier sieht alles sauber aus. It seems your fame is spreading. I have heard travelers speaking of your accomplishments in Defiance Bay. Anscheinend verbreitet sich hier rum, mein Fürst. Ich habe Reisende in Trutzbucht über ihre Errungenschaften sprechen hören. Bitte vergeben Sie mir, aber es ist mir eine Erleichterung, die Burg unter dem Befehl von jemandem mit mehr Verbindung zur Welt zu wissen. Dinge werden leicht vernachlässigt. Wie ist der Zustand der Burg? Die Leute beginnen ihre harte Arbeit zu bemerken. Ich könnte mir denken, dass wir bald mehr Besuche bekommen werden. Ich bin froh, dass Sie sich zu bleiben entschieden haben, mein Fürst. Dieser Ort, ein ums andere Mal verfallen zu sehen, war schwierig. Ihn wieder aufgebaut zu sehen, ich kann die Menschenmengen und Bittsteller schon vor mir sehen. Wie wäre es an den Abenden mit etwas Musik? Oh, ich habe es doch hoffentlich nicht übertrieben. Hier ist der Bericht. Gut, es stehen keine Ereignisse. Alles in Ordnung. Sehr schön.